Dann sehen Sie mich, Teil 2, es wird ja langsam hell vor 6. Duschen hat auch geklappt, frisch geduscht. Kann ich Sie duschen? Ich war ja zweimal im Krankenhaus im Rollstuhl in Sindelfingen, dann später in Bad Wimpfen. Ich, nein, danke. Sonst kriege ich eine Erektion. Ne? Habe ich nicht gesagt, aber es hätte ja sein können, weil das war eine attraktive jüngere Frau. Und dann wäre der Skandal groß. Nicht, weil ich eine Erektion bekommen hätte beim Duschen, sondern weil ich hätte ihr erklären müssen, was eine Erektion ist. Weil die deutsche Sprache war bei ihr jetzt nicht so das Allerbeste. Aber sie war eine sehr zuverlässige Pflegerin. Gut, manchmal habe ich auch Englisch gesprochen angeblich, wo ich nicht so durchgeblickt habe. Beim zweiten Mal habe ich wohl Englisch gesprochen. Also die englische Sprache kam vor der deutschen Sprache bei mir zurück. Warum? Das war auch mal bei einer Frau so, die hat plötzlich Französisch gesprochen. Tatsächlich. Ne? In diesem Sinne sprechen Sie Englisch, Französisch, Deutsch, Lateinisch, Schwäbisch, Badisch, was können wir noch? Mecklenburger, das kann ich auch platt zumindest verstehen. Und von meiner Mutter her, die stammen ja aus den Karpaten, die Familie, die haben da so ein bayerisch-österreichisch gesprochen. Jetzt bin ich wieder beim Thema. Aber eine Erektion bekommen kann man auch, wenn man im Rollstuhl sitzt. Ne? Das habe ich auch mal mit eigenen Augen gesehen. Der letzte Wunsch. Haben Sie noch einen Wunsch? Bevor der Sargdeckel. Ne? Also jetzt kommen wir vom Thema ab. Machen Sie was Sinnhaftes, habe ich vorhin gesagt. In diesem Sinne, machen Sie heute was Sinnhaftes. Es wird nämlich langsam hell.